Ja, wir sind angekommen. Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir spielen jetzt den Crit-Set. Aber nicht nur mal irgendwann 1910 Crit bauen oder 2010 oder 2050, 80, sondern wir gehen direkt Stormraiser first. Das heißt, wir kaufen uns direkt ein Schwert, kaufen uns direkt einen Pot und let's go. Schauen wir mal, was wir so machen können. Gegen Kassadin spiele ich jetzt nicht so gerne, aber eigentlich müsste Zed gegen Kassadin ziemlich gut sein. Aber mich fuckt das ab, dass du jedes Mal eine Q ins Gesicht bekommst, wenn du da überhaupt irgendwo hingehst. Das nervt halt übel krass. Wie viel wiegst du? Sieht ein bisschen aus, als hättest du zugelegt. Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht, aber das Ding ist ja auch, ne, wenn ich jetzt so mache, sieht das auch aus, als hätte ich zugelegt. Ja, und jetzt habe ich noch mehr zugelegt und jetzt habe ich noch mehr zugelegt. Ne, und jetzt habe ich abgenommen. Ne, also ich fummel das ja auch ständig rum. Ich glaube, da hat sich in letzter Zeit nicht viel getan. Stormraiser first, also ich stelle mir das schon lustig vor, potenziell. Wobei im Prinzip ist Draktablade ja relativ ähnlich, ne? Blade für dich, das nimmt er an, das mag er. Sind wir bei Bares für Rares, Blade für dich, Autotech. Blade für dich, Autotech. Blade für dich, Q. Blade für dich, Autotech. Blade für dich, Autotech. Later. I take, sag ich da. So, ja. Warum auch nicht? Was denn, was hat der gerade geflasht? Ja, moin, Keule. Moin, Keule. Schön, schöner Flash. So, dann gehen wir mit dem Choppen. Trade Blades des 30. Ja, okay, die sind nicht so gut. Aber der Lee Sin Gang gerade war auch natürlich. Ich meine, dadurch, dass die Lee Sin Gang haben, haben wir ja eh schon gewonnen. Müssen wir einfach mal fairerweise sagen. So, wir können jetzt gucken, dass wir den nochmal ein bisschen fighten. Aber ich finde halt, seine Q nervt halt übel krass, ne? Er macht Q, 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 Q. Wir warten, bis er sie auf den Minion wirft. Komm, wirf. Werf, wirf. Ja, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Oh, lol, er hat sich nicht bewegt. Er bewegt sich noch, der Boy. Ja, also ich farm. Ja, Mai. Also okay, Lee Sin ist auf jeden Fall auf der Liste der gesuchten Staatsverbrecher. Und wir kaufen uns jetzt, so, wir haben jetzt alles für Stormraiser fertig. Außer das größte Schwert. Und ich dachte nach dem Lee Flashblade, dass es für den er, dass es für den er ist. Aber für den hätte die Kiefer kackt, ja. Das ist richtig, so. So, Kollege, Bratfett. Das tut weh. Das tut tatsächlich ziemlich weh. Da hat er mir mehr weh getan, als ich gedacht habe. So, jetzt kriegt er nochmal eine Poke-Kombo ab. Poke-Kombo! Ja. 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 Also wenn wir gleich Level 6 sind, dann ist er auf jeden Fall RIP. Auf jeden Fall. Außer Lee Sin kommt Feuer, dann sind wir RIP. Auf jeden Fall. Also wir müssen uns eigentlich gleich nur drehen und dann stirbt er. Also ja, dreh Autotech. Aber er pottet halt wie so ein Hafenhund. Wie eins Avenue. Stoppen Sie das. Stoppen Sie diese Pottung. Seht ihr, und jetzt? Ja, eigentlich müssen wir jetzt nur warten, bis wir Level 6 werden. Wir tun jetzt gar nichts. Das ist der Pool-Effekt, Leute. Wir sind super safe. So, wir brauchen noch, reicht, ich glaube, zwei Minions noch, oder reicht das hier? Okay, later, 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 later. Tschüss. Lepudel-Effekt, Leute. Der Pudel-Effekt, eingeführt damals von Dr. Ost-West-Südstein. Und ist immer gut. So, wir haben jetzt ein BF-Sword, das ist ziemlich geil. So, wir haben jetzt bald Stormraiser fertig, das ist super geil. Was passiert hier? Ist da nicht jemand drin? Ja, okay. Ich habe wohl Paranoia oder so. Guckt jemand von euch Altert Carbon oder Altert? Ist Altert überhaupt, steht das für alt? Also, das steht doch nicht für alt, oder? Aber also, Altert Carbon, das ist englisches Wörtchen. Eins Wort. So, wir gehen Botlane. Wir gehen Lee Sin. Oh, ich muss schnell, ich glaube, er hat mich noch nicht, doch, er hat mich gesehen. Aber wir gehen trotzdem Lee Sin. Ne, er hat mich nicht gesehen. Moin, Keule. Guten Tag. Guten Abend. Nein! Doch. Okay. Aber ich wollte ihm nur so ein bisschen das Gefühl geben, so, okay, er kommt noch weg und dann doch nicht. Das war alles. So, Stormraiser ist fertig, Leute. Oh, das war günstiger als gedenkt. So, und jetzt gehen wir Crit wahrscheinlich. Also, Rapid Fire oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Oder Phantom Dancer wäre auch cool, aber gucken wir mal. So, also Attack Speed ist auf jeden Fall auch schon ziemlich cool. Und wir haben Gathering Storm sogar mit. So, da oben ist Action. Ich habe aber leider keinen Ult. Wir taken erstmal den Tower. Die machen da noch was, aber, ja, der ist RIP. Der ist RIP, Leute. Aber guck mal, Leute, was wir für einen Attack Speed haben. Das ist ja crazy. Hier für dich. Ja, moin. Ah, ehrlich, Alter. Den könnten wir eigentlich taken, aber der fischt sich sofort weg. Ja, der stirbt aber noch. Oh, was?
Oh, was? Pass auf, wir gehen der Text Beach, weil wir sind ja ein ADK, also so halb, weil wir gehen ja auf Crit. Na, und dann ADK brauchen Text Beach. Ich dachte, Leute, morgen unangekündigter Test. Morgen. Unangekündigt. So, jetzt gucken wir wieder, wir laden hier Dings auf und dann geht's los. Bam. So, jetzt gönnen wir uns endlich diesen scheiß Turm hier. Zack, 550 Kneten auf meinen Nacken. Ich glaube, das interessiert keinen, wenn ich jetzt diesen Tower take. Also wirklich nicht. Wir taken den jetzt. Weil das ist das Beste, was ich kann. Take the Tower. Ja, schön. Wir sind rich money boy, Leute. Jetzt gehen wir nochmal kurz durch den Jungle, nehmen jemanden mit, der uns entgegenkommt. Wir machen eine Varus-Trap, Leute. Wir warten hier, bis Varus kommt. GG, I think. Hey, was für GG, I think? Was für GG, Alter, was für, frage ich den jetzt erstmal. So. Wer kennt es nicht? Die Varus, I love this trap. Guten Tag. Guten Abend. Na, da hat ein ADK immer richtig Bock drauf. So, und jetzt gehen wir shoppen. Da kommt noch Kollege Breitenfeld. Oh, lol, er hat es verfehlt. Ja, Sappalotti, guter Flash. Schön. Schön, schön, schön. Und deswegen, meine Freunde, dodgt ihr immer, wenn ihr einen Lee Sin im Team habt. Leider haben wir einen Brand im Team. Aber das ist auch alles okay. Lauf, 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 lauf. Versucht zu laufen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Der ignited noch. Und ja, das ist auch okay. Ah, ich habe keine Energie. Mehr Energie! Energie, Energie. Mehr Energie! Energie, Energie. Ah. Maximale Energie! Ah! Zu spät. Ach, zu spät. Aber ich habe noch Flash. Und ich habe wieder Sturmklingenschlag. Ich glaube, der ist noch hier drin. Ja. Oh, wirklich jetzt? Aber Sturmklinge ist wieder ready. Autotech. 750. So. Hier. Oh, ein Free Malphite. Guten Abend. Autotech. Nö. Nee. So nicht. So. Stopp. Alter. Kassadin. Ne, irgendwann ist gut. Irgendwann ist gut gewesen. Also er wird halt dick. Lichbane first. Das ist so das Schlechteste, was du in dem ganzen Leben in ganz League of Legends machen kannst. Aber okay. Frage ist, was bauen wir nach Infinity? Ich würde sagen, wir gehen auf 100% Crit, oder? Also wir gehen jetzt eh und dann. Also wir brauchen noch Lifesteal, einen Blutdürster, glaube ich. Also Kassadin könnte halt echt ekelhaft werden. Let it go. Ich bin halt leider langsam. Das ist das Problem. Ich bin langsam. Aber schneller als er, glaube ich. Later. Was bitte in the world ist Spalierobst? Guten Tag. Ja, Leute. Later. Komm schon. Later. Ah. Ja, komm her. Ich brauche nur irgendwie meine W. 10 Sekunden. Der kommt nochmal, der hat eh Bock. Ja, later. Ja, ist okay, aber eigentlich. Da war doch noch ein bisschen knapp. Warum, Leute? Der hat Lifesteal-Zap, der hat uns gecarried. Oh, Alter, das heilt ja voll viel. Hallo? What? Ey, wer bist du? Stopp! Who are you? Noppen. Lol, er hat geultet. Da war eine 3 mm Ult. Ja, jetzt ist Infinity jetzt da. Leute, wir hatten noch gar nicht so viel Crit. Jetzt haben wir viel Crit. Komm schon. Ja, jetzt könnte sein, dass er gleich wieder springt. Oh, wo ist denn hier los? Sappalotti? Also, Crit knallt halt, ne? Muss man. Das ist halt das Ding, an. Die Ult ist halt mehr oder weniger nur dafür da, um an den Gegner ranzukommen. Also Crit knallt halt, ne? Also, holy shit, ne? Ja, ich sehe mich auf Varus. Varus, guten Tag. Einmal Autotech. Peng. Von Q. Von Q. Ja, okay. Krass. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Also Essential Wear könnten wir tatsächlich gehen. Könnte man drüber nachdenken. Aber dann können wir kein Livestream mehr bauen. Da müssten wir jetzt sofort. Ich glaube, ich würde lieber 100% Crit haben. So, mit dem haben wir auch noch was hier offen. Ja, er zieht mich hinterher, das ist ganz nett. Das ist wiederum nicht nett. Lol, die haben sich gegenseitig outplayed, der Kick. Ne, Lee Sin hat sich selber outplayed. Er hat gekickt und das Q verfehlt. Ah, okay, ich denk mal, wir taken mal den AD Carrier. Ich glaube, der wird schon... Gute Trap. Ich habe noch keine Ult, fällt mir gerade ein. Hier für dich, Q. Den. Auto-Tag. Was? Auto-Tag. Und jetzt wird... Nee, du Aal. Du Aal, du kleiner Aal. Aal Autotech. Aal Flash. Aal. Ja, kurz. Nee, jetzt bin ich tot. Jetzt noch eine Q für dich. Ignite und Q. Oh, er hat mich sogar rangezogen. Und let's go.
So, da ist erstmal unser erstes Opfer. Der hat leider ein Stundenglas, aber ich muss ihn ja nur Art attacken. Warte, ja. Ui, das war schon not bad. Ja, so, jetzt geht's weiter. Das Ding ist, ja, wir könnten den Baron forcen. Guys, go Baron. Dann könnten wir nämlich... Okay, was passiert hier gerade? Stopp! Ich bin raus! Stopp, wieder Flash. Bitte lassen Sie mich gehen! Oh, really? Komm schon. Und jetzt wird der Tower getaggt. Oh, wir haben wieder eine W. Ah. Oh, da kommt noch was. Stopp jetzt! Okay, es war ein bisschen viel, Leute. Ihr müsst jetzt irgendwas machen in der Zeit. Das ist wichtig. Ich meine, das war schon mal nicht schlecht. Wir haben schon mal ein Loch. Das erste Loch ist da. Aber ihr müsst was... Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr schafft das. Aber irgendwie ist der da alleine dran, oder? Die beiden. Bitte sagt mir, dass ihr das schafft. Wir haben den Kind Kalisthas mal. Das muss passen. Ja. Jetzt einfach die Leute töten. Also Kassadin ist auf jeden Fall strong. Tötet ihn bitte. Das ist okay. Jetzt den töten. Das ist okay? Ja, okay. Mit Elder wird das schon, Leute. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Da jetzt auch noch? Sehr gut. Guck mal an. Ja, ist schön. So. Ja, wir kaufen mal Jumus, Leute. Jetzt kaufen wir noch so einen Pot rein. Jetzt gucken wir mal, wie viel AD wir haben. Wir haben 621 AD. Das gefällt mir. Eigentlich muss ich Kassadin töten. Er ist ja der Wichtigste. Obwohl er ein Bob ist, ist er der Wichtigste. Jetzt geht's los, ist die Frage. Wahrscheinlich. Ja, ich bin tot. Ich bin safe tot. Vielleicht kann... Ne, ich bin einfach tot. Ich wollte noch gerade flashen, das war zu spät. Ach, scheiße. Hab ich eine Sekunde nicht aufgepasst. Mist. Wait me, group and win. Bitte. Er schreibt gerade was und stirbt jetzt. Wetten, er hat was geschrieben? Ja. Ich bin unterwegs. I'm welcome. Oh, das ist gut. Er kommt safe weg, aber ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, Leute. I'm underway. Under the way. Go for this. Und jetzt pass auf, der Outplay. Zack, der ist weg. Jetzt tanken wir den noch. Der ist auch weg. Jetzt kommen nämlich die Kritten. Und wir haben schon wieder direkt unsere W. Ich weiß nicht, ob wir den hier oben chasen können. Wer ist denn da weggekommen? Inga ist doch weggekommen. Lee Sin, der ist ein Bob. Dann gehen wir jetzt. Wir können jetzt enden, Leute. Ich glaube, wir haben gewonnen. I guess. Ich meine, wir machen so viel Damage hier auf die Türme jetzt. Wir werden... Oh, wer ist denn er? Keule. Wir haben schon wieder eine Ult. Keule. Auto-Tech. 600 Gold. So, zack. Sehr gut. Na, GG, well played. Wir müssen auf jeden Fall Brand reporten. Aber es war eine Geburt. Also eine lustige Geburt. Ihr mag dies. Schön.